Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick in diesen turbulenten Zeiten. Ich habe es letztes Mal die dunkle Nacht der Seele genannt und bezeichnenderweise wurde es dann auch ab dem nächsten Tag, hat es sich aufgeklärt. Ich könnte auch das Bild nehmen, das finstere Tal. Dieser Begriff fiel heute auch schon. In dem einen Fall, also man kann es sehen, dass wir in einem Zimmer sind und die Wände kommen näher. Wir können uns in einem dunklen Tal fühlen und die Berge kommen näher. Wenn wir das Bild von der Landschaft weiterführen, dann wären wir schon beim Bild vom Vulkan, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Und ich habe nicht von ungefähr letztes Mal das Bild gebraucht, dass wir uns in, ich weiß, es ist überstrapaziert, aber es ist einfach, es ist das Bild, es ist das entsprechende Bild, dass wir uns in einem Geburtskanal befinden. Und warum nehme ich jetzt das Bild vom, es ist kein Bild, nein, warum nehme ich den Prozess, die Etappe im Geburtskanal, warum nehme ich das jetzt? Weil tatsächlich, wenn wir uns auf den tatsächlichen Geburtsvorgang konzentrieren, dann ist das, was ich oft betont habe, der Bereich, wo jeder auf sich gestellt ist, wo jeder seinen eigenen Kanal hat, wo, außer du bist jetzt Zwillinge oder was natürlich jetzt bezeichnenderweise mit den In-vitro oder mit den, nein, nicht mit den künstlichen Befruchtungen haben wir immer mehr Fünflinge oder so, wo also nicht, was auch vielleicht bezeichnend ist, dass nicht mehr einer durch den Kanal geht, sondern eben mehrere, aber sie können auch nur nacheinander durchgehen. Selbst da greift das Bild. Du bist zwar dann vielleicht nicht alleine, aber du kannst nur nacheinander durchgehen und vielleicht auch der eine auf Kosten des anderen. Aber bleiben wir jetzt mal bei der Geburt, wie wir sie im herkömmlichen Sinne jetzt kennen. Nun, wir wissen, was ich letztes Mal schon gesagt habe, du bist es selbst, der sich hier seinen Weg bahnt mit seinem Kopf. Das heißt, da lege ich euch wirklich ans Herz das wunderbare Video, das der Frank Köster gemacht hat zu der Symbolik von Corona. Weil eine Symbolik natürlich hat mit dem Kronenchakra zu tun, hat mit dem Kopf zu tun. Corona, das Haupt, die Krönung. Und das Und wir sind hier in der verdrehten Realität, also die Geburt wurde mit dem Kopf voran und durch. Und jeder bahnt sich jetzt selber seinen Weg an genau der Stelle, wo er ist. Also nicht Stelle im Sinne von, dass ich euch markieren will, sondern an dem Platz, wo er ist. Also sprich, wenn du jetzt irgendwo außen bist, nehmen wir einen Oliver Janich, der weit weg ist, dann ist das jetzt kein Zufall, sondern es ist dort, er betrachtet das Geschehen von außen. Was nicht heißt, dass er nicht empathisch verbunden sein kann. Ich lege euch da das Video ans Herz, was er gemacht hat mit dem Toll, William Toll. So, und manche mögen jetzt ausgewandert sein, in Paraguay oder sonst wo sein. Und manche sind in medias res. Und jeder ist gerade in diesen Tagen so konfrontiert mit seinem eigenen Eingemachten, mit seinen eigenen Wänden, die auf ihn drücken. Sei es jetzt gesundheitlicher Natur, ganz viele. Es geht ihnen an die Nieren. Jemand schrieb mir von einem dramatischen Sturz, auch bezeichnend. Ein Sturz, der aber unter diesen Umständen, unter normalen Umständen würde so ein Sturz dazu führen, dass sofort die Rettung käme und man würde ins Krankenhaus eingeliefert. Und er schreibt mir, dass er wusste, dass er nur im Schockzustand noch die Kraft haben würde, sich mit letzter... An dieser Stelle wurde der Zoom-Call seltsamerweise abgebrochen. Ja, also er schrieb mir, dass er wusste, dass er nur im Schockzustand diese Kraft noch haben würde, sich mit letzter Kraft aber nach oben in das Schlafzimmer zu begeben. Und dort ist er dann zusammengebrochen und ja, er lässt sich jetzt von seiner Frau pflegen, weil er kann nicht ins Krankenhaus. Ne? Und ich denke, das ist kein Einzelfall, aber darum geht es nicht. Es geht ja genau um jeden individuellen Fall. Ne? Jeder, der mir schreibt oder der, von dem ich höre, er hat schwere Lungenentzündung und das sind jetzt Ungeimpfte. Ne? Oder eben Nierenprobleme oder einfach nur eine Grippe oder eben so einen dramatischen Sturz. Wir wissen sowieso, dass nichts ein Zufall ist.
Aber es kommt jetzt auch etwas zutage, was sich in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten angesammelt hat, wie ein, wie heißen die Girse oder in Island habe ich die gesehen, die so von unten nach oben schießen. Natürlich kann man auch einen Vulkanausbruch nehmen. Ich denke, was mir wieder einmal so bewusst wird, ist, dass das, was jetzt zum Ausbruch kommt, das ist, was Jahre, Jahrzehnte sich im Untergrund zusammengebrodelt hat. Das heißt, so gesehen ist das, was jetzt sich Bahn bricht, schon die Heilung. Da sind wir natürlich bei der germanischen Heilkunst und natürlich auch bei Hammer, ne? Also, dass in dem Moment, wo der Körper eben so eine auffällige Symptomatik aufweist, dass das schon Teil des Heilprozesses ist. Und dass es dann eben darum geht, ja, den Körper darin zu unterstützen, dass er das bewältigt und nicht es wieder nach innen zu drücken. Das ist natürlich jetzt auch da. Es ist die Konfrontation mit dem System oder mit den Experten von außen. Und da sind wir natürlich wieder am Punkt. Denn klar, natürlich, wenn wir wieder zurückkommen zu dem Geburtsvorgang, denn das erkenne ich deutlich, ne? Während des Videos letztes Mal, als ich über die dunkle Nacht der Seele gesprochen habe, ist mir klar geworden, wie sehr natürlich jede Heldenreise logischerweise dem Geburtsvorgang ähnelt und dass das, was hier passiert, tatsächlich im Geburtskanal ist, stattfindet. Sei es jetzt kollektiv, sei es individuell, leibhaftig. Und wir haben hier zwar. Wir können von außen eine Hebamme haben. Früher gab es Hebammen. Bezeichnenderweise gab es noch nicht die Saugglocken und die Kaiserschnitte und so weiter. Darüber hat Carsten Pötter ja auch geredet, über nicht nur in vitro Befruchtung, sondern auch über Kaiserschnitt. Gehen wir noch von dem natürlichen Geschehen aus, wo du maximal vielleicht eine Hebamme im Außen hast oder helfende Hände einfach. Aber ansonsten ist es so, dass es tatsächlich das Kind selber ist, was sich hier seine Bahn bricht? Bahnbrechend ist das Kind, ist das Ungeborene. Und das möchte ich einfach in diesen Tagen noch einmal vor Augen führen, dass jeder, der diesen Schmerz, den ich im letzten Video beschrieben habe, von wenn das so eingedrückt wird, wenn du siehst, also es ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu halten. Wenn du in diesem dunklen Tal bist, in diesem dunklen Loch, in diesem dunklen Kanal, siehst du nichts. Es ist wie das, was ich beschrieben habe im 360-Grad-Video, als ich ohne Handy oder Taschenlampe durch den Wald ging. Du siehst buchstäblich nichts. Du bist angewiesen, sowohl dich auf anderes, auf dich selbst zu vertrauen, auf eine höhere Macht zu vertrauen, dich einerseits auszuliefern und andererseits gleichzeitig dir selbst deinen Weg zu Bahn brechen. Und das ist die Frage, ob das ein Widerspruch ist. Ich möchte euch wirklich ganz bewusst an diesem Prozess so teilhaben lassen, weil ich denke, dass er etwas in eine Analogie ist zu dem, wo viele von euch auch drinnen sind. Klar, nicht jeder hat jetzt so wie ich mit der Justiz zu tun. Aber viele haben mit dem System logischerweise zu tun, weil das ja im Moment augenfällig ist. Und andere, wie gesagt, mit ihrer Gesundheit oder mit existenziellen Nöten. Aber ich denke, bei ganz vielen ist dieses es nicht fassen können. Und es ist auch zu viel, was da von außen einströmt. Also das habe ich auch so erlebt. Es ist der Druck, der hier mit diesen Wänden, mit diesen, wenn man im Tal ist, mit diesen Bergen, der Druck, der hier wie im Geburtskanal von außen auf einen ein drückt, ist zu massiv, als dass du noch irgendwie, wenn wir uns jetzt da hineinversetzen, dann ist ganz wichtig, du kannst dir keinen Energieverlust leisten, du kannst dich nicht ablenken lassen. Es ist die Zeit, wo du, wer immer hier steht und dir irgendwie etwas vom Pferd erzählt oder deine Zeit stiehlt oder deine Energie stiehlt, wo du noch nicht mal Anrufe entgegennimmst oder bei der Tür irgendwie antwortest oder geschweige denn irgendwelche, wenn hier kommt mit Kritik und den ganzen Blödsinn. Es ist existenziell. Du kannst nichts von alledem gebrauchen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes schottendicht. Manch einer könnte sagen, Augen zu und durch. Ja, im Sinne von, dass man sich auf andere Sinne besinnt. Aber es ist ja gleichzeitig das Gegenteil, das fällt mir auf. Indem du die Schotten gegenüber der Außenwelt dicht machst, das ist das, was Marc, Frank und ich in diesem Dreier, im letzten Dreier besprochen haben, ne?
indem du sie dicht machst, bist du in einer Konzentration. Wenn wir die Augen zumachen, haben wir eine erhöhte Konzentration. Konzentrieren wir uns ganz auf unsere innere Wahrnehmung und auf die Impulse, die zu uns kommen. Es ist nicht hundertprozentig abgeben. Ich würde mal sagen, du schaltest den Schalter um auf eine seismologische Wahrnehmung. Also ich spreche jetzt von mir. Ne? Da war dieser Druck und es ist bezeichnet, der Druck kommt nicht von einer Seite. Einen könntest du gut handhaben. Ne? Also was weiß ich, bei mir jetzt der Druck von der Seite der Justiz, aber gleichzeitig kommt natürlich dieser regionale Druck hier dazu, ne? Dass gleichzeitig hier der Ausnahmezustand ausgerufen würde mit angedrohtem Impfpflicht, was nicht Impfzwang ist, möchte ich noch betonen. Ne? Das heißt, es geht auch hier um eine Angstmache, dass man Panik schiebt. Und dann noch als drittes Druckelement bei mir die akute und dramatische Erkrankung eines Familienmitglieds. So, das ist ein Dreifrontenkrieg. Und ich denke, viele erleben diesen Dreifrontenkrieg. Oder vielleicht auch einen Zweifrontenkrieg. Es ist egal. Ich meine, es ist nicht egal, aber es ist wichtig, es sich anzuschauen. Was passiert hier? Warum habe ich so einen enormen Druck? Und das paart sich natürlich noch, das kommt noch dazu, auf das bereits aufgestaute Terrain, den Druck, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten und dein ganzes Leben lang aufgestaut hat, der Schmerzkörper, die unverarbeiteten alten Traumata, die werden jetzt alle aktiviert durch das aktuelle Geschehen. Auch das Kollektive, ne? Das muss nicht unbedingt aus dem eigenen Leben sein. So, wir haben also so gesehen einen Vierfrontenkrieg, wenn wir es denn als Krieg bezeichnen. Ich würde mal vielleicht eher nennen, okay, wir haben vier Wände, die auf uns eindrücken. Oder vier Elemente, die auf uns eindrücken. In dem einen Fall sind wir jetzt bei dem Vulkan, der explodiert und der sich Raum verschafft. Und es ist keine Frage, der Moment der Explosion ist ungesteuert. Er ist nicht kontrollierbar, er ist nicht vorhersehbar. Der Ausgang ist offen. Und wenn wir jetzt wieder bei einem Bild der Geburt sind, dann ist natürlich jede Geburt lebensgefährlich. Jede Geburt beinhaltet auch das Risiko, dass Mutter und Kind oder Mutter oder Kind bei der Geburt, dass sie es nicht schaffen. Das heißt also, wir haben keine Garantie. Es ist es ist, du stehst an dieser Kante, wo du tatsächlich dem Tod ins Auge blickst, wo der Tiger dich, und ins Auge blickt, ist ja schon wieder, da ist schon wieder Abstand, ne? Weil da sehen wir etwas. Es ist der Tiger, der dich anspringt. Und ich kann jetzt nur aus meinem Erleben der letzten Tage sagen, dass es wichtig war, dass ich das anerkenne, dass die dunkle Nacht der Seele anerkenne, das Drangsal anerkenne. Nicht zu tun, also wisst ihr, das habe ich ja bereits im letzten Video gesagt, ich bin kein Freund davon, so zu tun, als, ach, es ist ja alles Halligalli und es wird ja schon und ach nein, da kommt doch, und hat hier den Narren zu spielen. Es ist jetzt kein Moment, um hier den Narren zu spielen und einen auf zu machen. Nein, es ist auch nicht der Punkt, auch Lachen ist schon teilweise, also kann Energieverschleudung sein. Also nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht, dass ich das Lachen mir verbiete oder so, das meine ich gar nicht, sondern manchmal ist es die Zeit zu lachen, manchmal ist es die Zeit zu weinen und manchmal ist es einfach nur die Zeit, um ganz stille zu sein. Und die höchste Konzentration für den Moment, wo es um alles geht, dass da schon das Leben, es ist beides darin beinhaltet. In diesem Moment, es ist der Tod mit drin und es ist das Leben mit drin. Es ist, beides liegt in diesem Kern. Wahrscheinlich kann man das nur ultimatives Vertrauen in das Leben nennen, ne? Und Vertrauen in sich selbst. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir in diesen Tagen erleben, es wird welche von uns geben, die sind draußen als Journalisten, als Reporter, sicherlich wichtig, die von außen auf das Geschehen schauen und darüber berichten. Entschuldigt. Es gibt welche, die sind eher am Rand des Geschehens oder am sicheren, aus einer sicheren Entfernung. Und es gibt welche, die sind hier in medias res, Vorreiter. Und jeder hat seinen Part in dem Ganzen. Und es geht darum, dass wir diesen Part würdigen.
Und das ist jetzt nicht etwas, was wir uns aufoktroyieren, so nach dem Motto, als es uns überstülpen als Label oder als Funktion oder als Rolle. Nein, das kristallisiert, das schält sich erst raus. Ich bin sicher, die meisten großen Helden, die wirklich Helden sind, also wir müssen jetzt wieder unterscheiden, was wurde uns vorgesetzt, ne? Pseudo-Helden, die uns als Helden verkauft wurden, die sozusagen von Spin-Doktoren ersonnen wurden, ne? Solche Helden. Diese Heldengeschichten meine ich jetzt nicht. Ich meine, dass sich Menschen wie ein Nicholas Sandman zum Beispiel, ich weiß, das sind jetzt amerikanische Beispiele, wobei die hiesigen sind meistens schon wieder prekär, da muss man schon wieder aufpassen. Also jemand, der einfach schicksalmäßig in eine Situation gedrängt wird, die ihn auf einmal in ein Spotlight begibt, was ihn zu einem Vorreiter macht, obwohl er das vielleicht niemals geplant hat. Wir haben natürlich auch in Amerika jetzt den Kyle Rittenhouse, der nicht umsonst mit dem Nicholas Sandman so verglichen wird. Also das sind jetzt beides Jugendliche, der eine 16, der andere 17, die in den Fokus der Medien geraten sind und weltweit bekannt wurden, auf eine Art, die ihnen sicherlich, also die sie niemals gewollt hatten. Der erste, weil er mit einem Magerkepi völlig unschuldig einem Trommler zugehört hat und daraus CNN eine rassistische und White Supremacist und wie das alles heißt, ne, ihm angekreidet haben, und CNN wurden dafür in horrende Summen verklagt von Lynn Wood. Und dann haben wir Kyle Rittenhouse, der in einem Fall von ja, dramatischer Selbstverteidigung, also sind nur Weiße im Spiel und daraus wurde dann eine rassistische Geschichte gemacht. Egal, auf jeden Fall, hat in Notwehr zwei erschossen und einen angeschossen und hätte lebenslang auch hinter Gitter landen können und wurde freigesprochen. Das ist in Amerika keine kleine Sache, denn da geht es um die Erlaubnis, Waffen zu tragen, was ja bei uns schon längst obsolet ist, außer in der Schweiz. Die haben sie ja noch im Keller. Ne? Aber bei uns ist ja keiner bewaffnet und auch das Recht auf Selbstverteidigung. Und ich nehme die nur, weil die völlig wie die Jungfrau zum Kind in diese Situation hineinkam, aber natürlich kein Zufall, sondern das ist ihr Schicksal. Da ein Vorreiter zu sein, wo sie gar nicht sich das erhofft haben, erträumt, ja, wie auch immer, im Negativen erträumt haben. Aber ich denke, da ist es so, man wächst ja mit der Aufgabe. Und das ist, denke ich, auf das wir alle vertrauen können, dass wir keine. Ja, natürlich, wir bekommen manchmal Aufgaben, die bringen uns an den Rand. Also ich habe das gemerkt, ne? Vorgestern, das war erstmal so ein Druck, der war so, dass ich gemerkt habe, mein Beobachter ist immer dabei, meine geistige Kraft ist immer dabei. Aber diejenige, die da jetzt im Kanal ist, die fühlt sich verdammt unwohl und die hat wirklich gemerkt, wow, wie das drückt und wie das eng ist. Und dann seid ihr die Hebamme, die dem Kleinen hier ein bisschen Luft verschafft. Und das habe ich auch in dem letzten Video beschrieben, gleichzeitig ist es das Kleine selber. Das war das, was ich in dem letzten Video. Es ist, du merkst, es ist so eng, du siehst gar nichts, es drückt unglaublich. Und du bahnst dir mit deinem Kopf diesen Weg, diese kleine Lücke, und dann wird das gedehnt. Das heißt also, es ist ein Prozess, es ist nicht, und es schmerzt und es braucht Zeit. Und was können wir von außen tun? Wenig, wenig. Wir können erleichtern, wir können das Ganze beobachten, in dem Wissen, dass es einen Sinn ergibt, dass es einen Sinn dahinter hat, dass das Leben sich hier Bahn bricht und wie das Schneeglöckchen im Winter durch die Eisschicht durch. Und das ist, was die Welt als Ganzes jetzt erlebt. Und das ist nicht lustig, das ist keine Frage. Und es entsteht ein Druck, aber unter diesem Druck entstehen eben auch, wird neues Leben geboren. Und das spüren viele. Ich habe von jemandem, der in Bregenz bei der Demonstration war, ne, gehört, dass es unglaublich war, wie sich das angefühlt hat, dass Menschen da auf der Straße waren, die noch nie auf der Straße waren, die vielleicht in ihrer Vielfalt sich alle unterscheiden, aber alle spüren, dass irgendetwas an dem, wie es jetzt passiert, nicht rechtens ist und dafür auf die Straße gehen. Und wie diese Menschen auch Tränen in den Augen hatten vor
Ja, weil sie spüren, hier ist etwas Historisches im Gange. Und das ist, denke ich, auch, was wir jetzt hier erleben, das ganz Große und das ganz Individuelle. Das, was wir leibhaftig spüren, wo wir durchgehen mit unserem Leib und das ganz, ganz Große, Geschichtliche, berühren sich hier. Es berührt sich das ganz, ganz übergestellte geistige Prinzip und das, was von unten, von der Wurzel her nach oben durchsticht, das berührt sich. Das ist wieder dieser Baum Yggdrasil, wie es Carsten Pötter genannt hat, oder Frank Köstler hat ja auch eben in diesem C-Virus, hat er das sogar gezeigt, ne? So eine Verästelung, das Gebüsch, was unten die Wurzel hat. Und ganz wichtig zu wissen, wir haben diese Wurzeln, wir haben diese Ahnenreihe hinter uns, wir haben diese Unterstützung. Und ja, keine Frage, dennoch sind wir in dem Moment ganz auf uns allein gestellt und es fehlt uns oft, also nicht oft, das ist wieder eine völlige Euphemisierung, also eine Verharmlosung oder Beliebigkeit, die Beliebigkeit abdriften. Nein, in dem besagten Moment, in diesem existenziellen Moment haben wir weder einen Weitblick, noch haben wir einen Durchblick, wir haben vielleicht überhaupt keinen Blick mehr. Es ist komplett schwarz. Wir tasten und sind nur noch auf unser Fühlwesen reduziert und können auch nur noch den nächsten Schritt. Denn wenn du nichts mehr siehst, kannst du nur noch den nächsten Schritt machen, weil du den übernächsten nicht siehst. Und ich erlebe das zurzeit gerade. Ne? Vorgestern ein unglaublicher Druck und sowas von schwer und sowas von eng. Und es war mir aber wichtig, den Blick hier zu machen und das Vorlaufen der Kamera auch wieder, also da durchzugehen und das zu verarbeiten. Und ich weiß ja in dem Moment, dass es sich verändert. Ich weiß es. Ich habe diesen Metablick. Ne? Das heißt aber nicht, dass es nicht heftig ist, da durchzugehen. Und dann schon am nächsten Tag zu merken, es ist etwas in Bewegung gekommen. Es ist ein Stück weit weiter. Es ist ein Stück weit heller. Es zeigt sich, ja, wie heißt es so, ne? Vor der Morgenröte ist der dunkelste Punkt. Oder es gibt so ein, ich bin ja nicht so bewandert, aber. Und meistens ist die Wende schon eingeleitet, aber wir hinken halt hinten nach mit unserem, was wir registrieren, was wir wahrnehmen und vor allem auch, was wir verarbeiten. Und heute wird der Pfad klarer. Und was einfach auch immer klarer wird, ist, dass du, je nachdem, welche Rolle du hast, ne, es gibt, also das ist jetzt nicht wertend gemeint. Für viele ist es schon schwierig genug, dass sie in einem Bulk sich bewegen und sich in dem Bulk, also einer Gruppe anschließen. Und es ist wichtig für sie, dass sie sich einer Gruppe anschließen. Und das ist auch gut so. Und das ist schon herausfordernd genug so. Und für manche von uns, und zu denen weiß ich, dass ich einfach gehöre, weil ich das durchlebe, zeigt sich einfach immer wieder, es gibt im Außen so gut, nein, nicht so gut. Es gibt im Außen keine Instanz mehr. Die einzige Instanz ist die eigene Instanz, die verbunden ist mit dem Göttlichen. Das heißt, du kannst zwar mit anderen sprechen und kannst dich davon inspirieren lassen, kannst auch auf die Erfahrung anderer zurückgreifen. Und dann merke ich aber im entscheidenden Moment, kann es sein, dass so lieb mir der andere ist und so sehr ich ihn schätze und so gut er es meint mit seinem sehr, sehr explizitem Rat merke ich dann im nächsten Moment, es ist nicht mein Weg. Das fühlt sich nicht gut an. Es ist nicht, wo ich lang gehe. Und dann entscheide ich mich, und das ist diese Entscheidung, dann entscheide ich mich für einen anderen. Und der ist aber nicht vorgegangen. Das ist ganz wichtig. Wir können da auf der Ebene sind wir nicht mehr auf irgendeinem Weg, der von anderen bereits vorgegangen ist. Wir können uns also nur noch auf unsere Führung, unsere innere Führung, unsere Intuition, unsere Impulse, auf das können wir noch vertrauen. Und das zeigt sich nur Schritt für Schritt. Und kann das auch im Tod enden? Natürlich, klar. Also keine Frage. Und dennoch ist das auch keine Frage, denn wenn du zurückblickst und merkst, du hast immer nur das Beste gegeben und das für dich Richtige in dem Moment gemacht, ist das immer klug? Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist weise, aber es ist nicht immer klug. Wenn ich zurückschaue, was ich vor, keine Ahnung, einem oder 2 Jahren in Videos gesagt habe, war das mit Sicherheit nicht klug aus der heutigen Sicht. Aber wisst ihr, ich merke, es ist egal. Ich hätte rechts oder links abbiegen können. Ich wäre. Davon bin ich überzeugt. Ich wäre da gelandet, wo ich jetzt bin. In der Auseinandersetzung, in der juridischen Auseinandersetzung mit dieser Sache, weil es so sein soll, weil ich da hinkommen soll.
weil es ein Teil meines Lebensweges und mein Schicksal und vielleicht auch der Purpose, vielleicht war das sogar der Grund, warum ich geboren wurde. Ich weiß, das klingt jetzt sehr groß und natürlich gleichzeitig auch sehr enigmatisch, sehr rätselhaft, aber ich denke, wir kommen jetzt alle an einem Punkt unseres Lebens, wo wir so sehr das leben, wozu wir bestimmt sind, und vielleicht erkennen wir das noch gar nicht so richtig an, ne? Das, was wir jetzt machen, und sei es zu einer Demonstration zu gehen oder sei es in der Familie zu wirken, wo wir auch immer unsere Wirkkraft entfalten. Es ist ein Teil deiner Bestimmung. So wie eine Rose, wie die Bestimmung einer Rose ist, zu duften und schön auszusehen und mit Dornen sich die vom Leib zu halten, die man nicht so nah haben will. So ist das, was du jetzt erlebst, Teil deiner Bestimmung. Und ich denke, oder es führt dich zu deiner Bestimmung. Und ich denke, in der Annahme geht es uns besser. Wir können mit dem Schmerz viel besser umgehen, wenn wir es annehmen. So wie mir das der liebe Peer, ich glaube, ich darf ihn beim Namen nennen, geschrieben hat, der mir hier von seinem unendlichen Leid da mit diesem Sturz geschrieben hat und gleichzeitig voll in der Annahme war. Und so geht es vielen jetzt. Auf so existenzielle Weise konfrontiert zu werden mit dem, was manche die letzten Dinge genannt haben. Ne? Also das bisschen, das kleine, feine Häutchen, das noch vor dem Tod ist. Ja, wenn das ganz nah beieinander ist. Ich kann euch da... Also wir haben ja alle die Zeit des Rückzugs und wir können nicht alle nur auf Demonstrationen kämpfen oder Videos machen, so wie ich jetzt, oder sonst irgendetwas, sondern es ist ganz wichtig, dass wir auch wieder diese Phase des Rückzugs haben, des Cocoonings, des Einhüllens, wo wir ein Buch lesen oder, also da gibt es ja jetzt gar nicht viel, ne? Wir können meditieren, wir können ein Teeritual machen, wir können ein Buch lesen, wenn wir jetzt nicht mit anderen plaudern, meine ich jetzt. Und ihr wisst ja, dass ich das sehr mag, also ich bin ein Bildermensch, ne? Und ich liebe es, in Bildern etwas zu verarbeiten. Und ja, und ich habe es schon oft gesagt, das ist paradox, weil ja, natürlich, ich komme, indem ich weggehe vom Fernsehen und natürlich habe ich meine DVDs und so, aber das meiste, vieles ist da nicht erhältlich. Und ich bin auf Netflix und auf Amazon. Ja, ich schaue mir da Filme an und ich bin, das habe ich letztes Mal schon, oder vor einiger Zeit schon mal erzählt, bin ich ja jetzt auf diese südkoreanischen Filme gekommen. Und es ist, also ich merke, die Zeit von Rosamunde ist vorbei. Also ich glaube, ich habe jetzt ausgepilchert. Ich könnte, glaube ich, nicht mehr zurück. Es war damals richtig für mich, weil es so anspruchslos war. Es war so ein Hinplätschern, völlig belanglos und hat mich emotional null irgendwie jetzt gefordert. Wohingegen diese südkoreanischen Filme, die sind wie ein Ritual gemacht, sehr, sehr menschlich und gleichzeitig sehr historisch und gehen so ins Eingemachte und haben so viel mit heute zu tun. Es wird in einer ganz langen Erzählstrang, also ich habe zum Beispiel die Historikerin und der Prinz angeschaut, das geht, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in 10 Folgen, glaube ich, bin mir nicht sicher. Und es zeigt nicht nur historisch auf, wie diese Übernahme stattfand, die so viel mit dem zu tun hat, was wir hier erleben. Also diese Geschichte hat mit unserer Geschichte zu tun. Einerseits ganz integre Menschen, die noch eine Ethik leben, und auf der anderen Seite kommt etwas Böses von außen hinein, der Usurpator, der übernimmt. Und diese Anatomie, sowohl des Schönen, Menschlichen, des Göttlichen, des Heiligen Grundes auch, und auch des Bösen, Satanischen, habe ich nirgendwo so unglaublich wunderbar, in wunderbaren Musik und Bildern und Geschichten aufgedröselt gesehen. Also ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe ja letztes Mal schon oder vor einiger Zeit Mr. Sunshine empfohlen. Und wie gesagt, die Historikerin und der Prinz ist auch so eine Geschichte. Ja, klar ist die Romantik im Spiel, weil das ist die Heldenreise. Der Prinz und die Prinzessin ist die Heldenreise. Es braucht einen König, eine Königin, es braucht einen Usurpator, es braucht einen Mentor. Und es braucht der
den Prinzen, der die Prinzessin erlöst und findet, oder umgekehrt die Prinzessin, die den Prinzen erlöst und findet. Das hat auch viel mit dem Märchen zu tun. Wir finden da viel von Schneewittchen und so weiter mit den, und das, denke ich, hat so viel mit dem zu tun, worin wir uns jetzt befinden. Wir waren in einem unglaublich langen Dornröschenschlaf, in einer Amnesie. Und jetzt wachen wir auf und es ist ein unglaublicher Schock, wenn wir uns bewusst werden, was wir da gelebt haben. Und das führt eben dann, ja, bei vielen zu, was weiß ich, kreisrunden Haarausfall, Schockschüben, Psoriasis, Schübe in jeder Hinsicht, entweder im gesundheitlichen oder im psychischen oder einfach in der Auseinandersetzung mit dem Leben. Aber es hat einen Sinn, es ist deine Bestimmung, würdige dich dafür und liebe dich dafür. Und dementsprechend, logisch, das ist die Antwort auf die, die immer wieder hier mit diesem Uraltkram kommen, von wegen kritikfähig und Kritik, konstruktive Kritik und den ganzen, ich kann nur sagen, schottendicht, keine störende Außeneinwirkung, null, alles raus. Jetzt kommt es drauf an. Ihr Lieben, es ist unglaublich, wie ich hier unterstützt werde, in jeder Hinsicht. Das hat mich so berührt und das ist auch Teil dessen, dass ich dann, dass es einfach heller wird, ne? Dass ich weiß, ich bin hier nicht alleine und ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung, die so spontan und so von Herzen zu mir kommt. Ich kann sie nicht alle einzeln beantworten, aber ich möchte es hier einfach wirklich zum Ausdruck bringen. Es berührt mich. Es berührt mich in der Tiefe. Ich danke euch. Alles Liebe. Tschüss.